Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Moderne Sensoren gelten als Schlüsseltechnologie für allerlei Zukunftsthemen wie autonomes Fahren, Industrie 4.0 und einiges mehr. Das Hightech-Unternehmen First Sensor aus Berlin will sich von diesem Zukunftsmarkt ein schönes Stück abschneiden und an diesem Boom partizipieren. Aber vorher muss das Management noch Hausaufgaben erledigen. Das neue Management ist da auch schon seit ein paar Jahren mit beschäftigt. Und heute ist der CFO des Unternehmens bei uns und erklärt uns, wo Sie dabei stehen. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Gollwitzer, CFO von First Sensor. Danke für die Einladung, Herr Schick. Der Markt, in dem Sie tätig sind, ohne Zweifel super attraktiv. Ja. Wenn man sich aber Ihre Gewinnentwicklung, Ihre Aktienkursentwicklung der letzten Jahre anschaut, ist die Dynamik verhalten. Woran liegt es, dass Sie da zuletzt nicht so richtig vom Fleck gekommen sind, mit Ausnahme vielleicht des letzten Geschäftsjahres? Also die Geschäftsentwicklung ist durchaus positiv aus meiner Sicht. Wir haben in den letzten Jahren schon gezeigt, dass wir am Ball sind. Wir haben Umsatzentwicklung hingelegt von 6-8%, auch schon vor meiner Zeit, als ich zur First Sensor 2015 gestoßen bin. Insofern ist die Sichtweise durchaus positiv. Die Kollegen davor haben sich genau auf dieses Ziel konzentriert. Zunächst einmal Geschäftsvolumen anzupacken und dann im zweiten Schritt die Exzellenz damit auch voranzubringen. Und insofern ist das eine Fortentwicklung, eine Geschichte, die durchaus passt. Dadurch kommt ja auch Ihr Margenziel ein bisschen ins Spiel. Richtig. Sie peilen mittelfristig eine EBIT-Marge von 10% an. Sie waren jetzt zuletzt bei 6%, werden dieses Jahr wahrscheinlich ein kleines Stück wieder runtergehen. Ja. Was wollen Sie tun, um diese Lücke zu schließen? Dieses Ziel, das wir ausloben, intern wie extern, also gibt es keinen Unterschied, soll ein Anker sein für uns, für die Mannschaft und letztlich auch für den Kapitalmarkt. Wir wollen unbedingt mit diesem Zeichen die Art der Arbeitsweise bei uns im Innenverhältnis deutlich voranbringen, die Exzellenz letztlich auch leben. Die Maßnahmen, die wir uns da vorgestellt haben, sind zum einen interner Art. Wir wollen und werden uns in den Abläufen und auch in den Strukturen immer wieder hinterfragen und auch dort Zeichen setzen. Prozesse ist ja in aller Munde und das ist ein wichtiges Thema in diesem und im nächsten Jahr, die Prozesse zu harmonisieren und als Grundlage letztlich zu schaffen oder eine Grundlage zu schaffen dafür, dass wir dann auch ein einheitliches ERP oder IT-System letztlich implementieren möchten. Das Zweite ist, dass wir die Produktportfolie, die wir haben, optimieren. Also wir gucken jetzt kritisch auf die Profitabilität einzelner Produktgruppen. Und das Dritte ist, wir werden uns in der Technologie-Roadmap jetzt stärker fokussieren können, weil wir eine gute Basis haben. Unser Umsatzniveau ist so angemessen hoch, dass wir jetzt auch stärker in die Konzentration gehen können. Was Sie als erstes vorangetrieben haben nach Ihrem Einstieg, ist ein verbessertes Working Capital Management, auch eine strikte Kostenkontrolle. Ja. Auf der anderen Seite starkes Marktwachstum, von dem Sie partizipieren wollen. Wie passt das zusammen? Sehr knappe Vorräte, sehr starker Kostenfokus und auf der einen Seite ein boomender Markt, wo man nicht zurückbleiben darf. Das schließt sich Gott sei Dank nicht aus, sondern ergänzt sich hervorragend. Das Thema Working Capital Management ist zwar im ersten Schritt zahlenorientiert, als Finanzer macht man das. Dahinter steckt aber die Einflussnahme auf die Verhaltensweise im Unternehmen. Die Fertigung kann sich eben auch anders, sprich besser, leaner aufstellen. Das stört das Wachstum ganz und gar nicht, eher im Gegenteil. Kürzere Durchlaufzeiten hat eine höhere Flexibilität zur Folge und damit kann man auch sehr viel agiler auf die Markterfordernisse eingehen. Die Kostenkontrolle ist ein ursprüngliches Thema im Finanzbereich und das Bewusstsein hilft auch bei allen Kollegen in den Funktionen, sich auf das zu konzentrieren, was Geld bringt und was Profit bringt. Insofern ist das nicht kontraproduktiv aus meiner Sicht, sondern ergänzt oder unterstützt sogar das Wachstum. Denn profitables Wachstum brauchen wir. Wir müssen Geld verdienen aus den heutigen Geschäften, damit wir morgen in die richtigen Kanäle investieren können. First Sensor ist ja selbst entstanden aus der Fusion mehrerer kleinerer Anbieter zu einem größeren. Ja. Man hat aber den Eindruck, wenn man reinschaut, dass immer noch die Integration nicht so richtig abgeschlossen ist oder viele Fäden noch nicht miteinander verknüpft sind. Stimmt das? Das ist nicht falsch. Die Firmen, die da zusammengekauft worden sind, die hatten und haben immer noch ein gewisses Eigenleben. Wir wollen auch die Kulturen jetzt nicht einfach über einen Kamm scheren, sondern das Beste aus den unterschiedlichen Verhaltensweisen und Haltungen der Kolleginnen und Kollegen an den diversen Standorten nutzen. Die Vereinheitlichung ist aber mittlerweile, glaube ich, auch in allen Köpfen auch angekommen. Die Überzeugung, dass wir durch das Setzen von Standards einfach noch besser zusammenarbeiten können. Weshalb ich persönlich der Überzeugung bin, dass wir jetzt
mit diesem Projekt, das wir gestartet haben letztes Jahr, nämlich die Prozesse zu standardisieren, ein großes Stück weit dem Ziel nahe kommen, nämlich eben die Profitabilität zu steigern. Wären in der Zukunft wieder größere M&A-Transaktionen denkbar? Und wenn ja, welche Ziele zu erreichen? Die sind denkbar. Wir haben auf der finanzwirtschaftlichen Seite die Voraussetzungen geschaffen. Der Kapitalmarkt ist uns sehr wohlgesonnen. Wir haben eine angemessen hohe Liquidität. Die Möglichkeiten, sich anorganisch zu entwickeln, sind heute gut gegeben. Aber wir konzentrieren uns zunächst einmal auf das Thema Build. Wir wollen besser werden durch die internen Prozesse und wir werden dann durch die eher opportunistische, aber durchaus auch positiv angenommenen Möglichkeiten, sich anorganisch aufzustellen, zugreifen. Das sind Themen, die sich natürlich um die Software ranken. Es sind aber auch andere Themen, die ein Anflanschen von bestimmten Produkten zum Ziel haben. Ja. Ein latenter Unsicherheitsfaktor, zumindest aus Marktsicht, ist Ihre Aktionärsstruktur. 36% Ihrer Aktien gehören dem Private Equity Investor DPE. Es sind auch noch weitere kleinere Finanzinvestoren investiert. Ja. Haben Sie als Management Sorge, dass diese Anteile ohne Rücksprache mit Ihnen an einen anderen Investor verkauft werden, dann ein Kontrollwechsel einhergeht oder Strategiewechsel? Der Informationsaustausch oder die Kommunikation mit allen Aktionären, die größere Anteile an unserem Unternehmen haben, ist gut. Das beziehe ich nicht nur jetzt auf den größten Einzelaktionär DPE, sondern auch auf weitere. Diese Aktionäre unterstützen uns, fordern uns heraus in der Art und Weise, wie sie mit Fragen uns auf dem Vorstandsbereich letztlich entgegenkommen. Inwieweit die DPE sich dann mittel- oder langfristig mal entscheiden sollte, die Aktien abzugeben, das liegt allein bei der DPE. Aber ich darf sagen, die Art der Kommunikation, das Vertrauensverhältnis zwischen der First Sensor, dem Vorstand und diesem großen Aktionär ist aus meiner Wahrnehmung heraus sehr gut. Das wird also spannend bleiben, aber wir drücken Ihnen die Daumen, dass es auch bei dem guten Verhältnis bleibt. Wir kommen zum Schluss zu den drei Fragen von Finance TV mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Bei den ersten beiden Fragen gerne ja oder nein. Mhm. Die erste Frage: Wurde bei der Integration der früheren Zukäufe zu viel Zeit verloren? Ja. Die zweite Frage: Wird sich Ihr Umsatzwachstum in den nächsten Jahren beschleunigen? Davon bin ich überzeugt. Und die letzte Frage, eher eine Zahlenfrage: Wie viel Umsatz fehlt Ihnen denn noch zur kritischen Größe, um von der vollen Dynamik des Sensormarktes profitieren zu können? Eine Größenordnung von zwischen 25 und 35 Millionen Euro Zusatzumsatz hilft uns sicherlich, die Investitionskraft auf die Beine zu bringen, um am Markt noch besser positioniert zu sein. Wenn Sie so weiter wachsen wie bisher, werden Sie so in 3 bis 4 Jahren spätestens dort sein, noch ohne Akquisition. Wir wünschen Ihnen alles Gute auf dem Weg. Wir werden sehen. Und werden weiter verfolgen, wie Sie sich entwickeln. Danke für Ihren Besuch und die interessanten Einblicke, sehr Matthias gerne. Gollwitzer. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Das war's für heute bei Finance TV. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Wir freuen uns darüber. Und bis dahin eine gute und erfolgreiche Zeit. Machen Sie es gut.